Seit Donnerstag wird es ungemütlich für die Aktienmärkte, weil es vor allem ungemütlich wird für die großen US-Tech-Werte, die vorher diese massive Rallye an den Tag gelegt hatten. Und dann ist am Freitag nachbörslich nach meiner Auffassung etwas immens Interessantes passiert, nämlich Tesla wurde nicht in den S&P 500 aufgenommen und das, obwohl die Marktkapitalisierung von Tesla trotz des Abverkaufs der letzten Woche noch in der Nähe von 400 Milliarden Dollar liegt, während die drei Firmen, die jetzt in den S&P aufsteigen, zusammen, also kombiniert, nicht mal 40 Milliarden Dollar auf die Waage bringen, also ein Zehntel dessen, alle zusammen, was Tesla hier auf die Waage bringt. Und man muss sich schon die Frage stellen, warum wurde dann Tesla nicht in den S&P 500 aufgenommen? Und da gibt es nach meiner Auffassung letztlich nur eine Antwort: Man misstraut sowohl der Bewertung von Tesla seitens des Komitees, das hier die Aufnahme oder Ablehnung formuliert hat, beziehungsweise man sagt sich, naja, Tesla macht gar keinen Gewinn, ohne die Verkäufe von Emissionsrechten wäre das Geschäft defizitär, und sieht hier einige Risiken möglicherweise, weswegen man Tesla nicht in den S&P 500 aufnehmen will. Tesla ist ja die Religionsgemeinschaft, dessen Messias Elon Musk ist, der wiederum glaubt, dass die Menschheit in kürzester Zeit den Planeten Erde zerstört, weswegen man den Mars besiedeln müsse, daher SpaceX, weswegen man dann eben auch Autos bauen müsse, die nicht mehr auf fossilen Brennstoffen basieren. Und Elon Musk hat viele Jünger gefunden mit diesem Glauben. Es ist vielleicht gar nicht mehr der Glaube an sich, der so absurd ist, sondern es ist die Zeitperspektive, die ein bisschen absurd ist mit der Marsbesiedlung. Aber Schwamm drüber, jedenfalls glauben die Elon Musk Jünger, dass eben Tesla in der Lage sein wird, praktisch den gesamten Markt für Elektromobilität vollständig zu dominieren. Anders wären diese Bewertungen ja nicht zustande gekommen. Und zweitens, dass eben Elektromobilität die einzige wirkliche Form der Fortbewegung sein wird. Das sind zwei Prämissen, die man durchaus hinterfragen kann, aber in Religionsgemeinschaften werden ungern Fragen gestellt, insbesondere wenn sie den Messias betreffen. Schauen wir uns mal an, wie diese Marktkapitalisierung sich hier darstellt, etwa im Vergleich zu Volkswagen, die ja sehr, sehr viel mehr von diesen Elektrofahrzeugen verkaufen als Tesla. In der Summe hier sehen wir, dass es da ein bisschen nach unten gegangen ist für Tesla, während es für Volkswagen ein bisschen nach oben gegangen ist. Wo ist das Problem an dieser Geschichte? Wie können solche Bewertungen aufgeblasen werden? Nämlich bei Tesla eben dadurch, dass Elon Musk seine Vergütung an die Marktkapitalisierung der Tesla-Aktie gebunden hat, nicht an den Gewinn des Konzerns. Und dementsprechend konnte Elon Musk eben viele Milliarden Dollar hinzugewinnen, eben durch diese Kompensationen, die gebunden waren an die Marktkapitalisierung. Und das ist sozusagen das Unsolide an dieser ganzen Geschichte. Hier sehen wir mal das Defizit, das Tesla vor sich herschleppt, also faktisch die Schulden. Die sind nicht wirklich weniger geworden, aber der Reichtum von Elon Musk, also dem Messias der Religionsgemeinschaft Tesla, ist deutlich mehr geworden. Daran sieht man ein gewisses Missverhältnis. Und vielleicht ist eben die Nichtaufnahme von Tesla jetzt in den S&P 500 ja auch so eine Art Misstrauensvotum gegenüber Bewertungen von Firmen wie Apple, Amazon, die natürlich großartige Firmen sind, aber gleichwohl basiert all das auf Multiple Expansion, auf multipler Expansion, wie die Amerikaner sagen, von Bewertungen. Also ohne dass sich das Geschäftsmodell signifikant ändert, werden die Bewertungen signifikant nach oben geschraubt. Dementsprechend darf man jetzt mal gespannt sein, was jetzt kommt, nachdem eben diese Rallye plötzlich am Donnerstag ins Stocken gekommen ist, was jetzt auf uns zukommt. Insgesamt sehen wir, dass wir in der letzten Woche 1,6 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren haben. Das eigentlich ohne wirklich fundamentale Nachricht. Und wir haben jetzt den schlechtesten Start des Septembers, nämlich die ersten vier Handelstage mit knapp minus 4% beim S&P 500 seit dem Jahr 2001. Wir haben also immer wieder diese Analogien zu 1999, 2000, 2001. Da war doch was. War das eine Tech-Bubble oder war das Car-Tech-Bubble? Nee, jedenfalls haben wir natürlich jetzt Firmen, die solidere Geschäftsmodelle haben, auch in der Breite als zur Zeit der Dotcom-Blase. Aber die Bewertungen sind ähnlich.
absurd wie in Zeiten der Dotcom-Blase, auch wenn das dahinterstehende Geschäft durchaus ja mehr und seriösere Erträge erwirtschaftet. Die Frage, die sich hier investing.com stellt, sind die Bären jetzt zurück und fressen die Bullen? Das wird man abwarten müssen. Heute ja bekanntlich US-Feiertag, Labor Day, was dazu führen wird, dass die Aktienmärkte, naja, sagen wir mal, begrenzt Leidenschaft hervorrufen. Das wird dann wahrscheinlich eine ziemlich traurige Veranstaltung ohne die Amerikaner. Wir haben jetzt Meldungen, und das ist eben vielleicht die Erklärung, auch eine Erklärung für diese Rallye, die getrieben waren, nicht unerheblich durch Optionen, einerseits durch Privattrader, wie ich gleich zeigen werde, und andererseits durch Softbank, diesen japanischen Konzern, der sich in WeWork stark investiert hatte. Die haben offenkundig mit diesen Optionen 4 Milliarden Dollar an Gewinn gemacht, indem man eben Calls gekauft hat, auf steigende Einzelaktien vor allem gewettet hat. Und wir sehen, dass trotz des Abverkaufes in der letzten Woche im Tech-Sektor die Privatinvestoren weiter massiv zocken in Optionen. Die haben sogar ihre Bestände aufgebaut in vielen Bereichen. Das ist also hier zum Beispiel in eine Amazon. Hier sehen wir, dass es weiter nach oben explodiert. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich trotz des Abverkaufs noch keine wirkliche Bereinigung gesehen, sondern wir sehen, dass Positionen, die sogar noch ausgebaut wurden. Das heißt, wir haben als wahrscheinliche Abverkaufsursache eben Optionen, und wir haben jetzt die Situation, dass die schwachen Hände ihre Optionsbestände sogar noch erhöht haben, was nach meiner Auffassung eine Indikation dafür sein kann, dass wir noch nicht fertig sind mit dieser Korrektur, vor allem der Tech-Werte. Zumal jetzt eben das ein oder andere hinzukommt in Sachen China-USA. Man attackiert jetzt seitens der Amerikaner SMIC, den größten chinesischen Chipmaker, und das könnte sozusagen dann natürlich früher oder später auch mal Gegenmaßnahmen der Chinesen, gegen Apple, gegen andere hervorrufen. Bisher haben die Chinesen es noch nicht gemacht, aber die Frage ist, wie lange schaut man sich das noch an? Wie lange wird man diese Angriffe noch tolerieren? Und etwas komplett anderes, Brexit. Hier hat Boris Johnson ein Limit gesetzt bis zum 15. Oktober, sonst würden die Gespräche abgebrochen, wenn es da keinen signifikanten Fortschritt geben würde. Die Briten stören sich vor allem an der Behandlung der EU. Man sagt, wir werden hier behandelt wie ein Klientelstaat. Es geht um Rechte in Sachen Fischerei. Es geht um finanzielle Dinge natürlich. Also das könnte noch eine durchaus spannende Geschichte werden. Schauen wir uns abschließend vielleicht noch ein paar Charts an, was wir hier sehen. Das ist der Nasdaq 100. Und es ist ein bisschen was nach unten gegangen. Nicht so fürchterlich dynamisch nach diesem massiven Abverkauf. Da gab es am Freitag nochmal eine Erholung, aber wir sehen, es ist derzeit nicht so, dass jetzt die Tech-Werte sich erholen. Wir haben also eine weitere Schwäche, die wahrscheinlich eben noch nicht fertig ist. Wir sehen den DAX jetzt unter der 12.900er Marke in den Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen, was macht der Gold? Was sehen wir hier bei 1.930? Wenig bewegt, ebenso wie der Euro-Dollar, der sich halten kann bei 1.1825. Wir haben Crude Oil eine gewisse Schwäche, weil die Saudis die Preise gesenkt haben für das Öl, das sie verkaufen. Aktuell nur noch 39,25. Also, das ist die Situation. Vielleicht ein Misstrauensvotum, das wir jetzt gesehen haben gegenüber Tesla. Der Anfang vom Ende von Bewertungsübertreibungen, die hier der Fall sind. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diese so großartige Woche und sage Servus und Ciao.